Andrea! Wir sollten was essen. Das war das letzte Essen, das Mama gekocht hat. Wie geht's dir jetzt? Nicht so gut. Tut mir leid. Wir nennen die ja Erdmöbel. Das klingt ein bisschen netter. Den hätte Mama ausgesucht. Mama war doch viel klassischer so. Da kommt noch einiges. Was soll ich denn fühlen, damit es für dich okay ist? Du kannst ruhig auch weinen. Das ist okay. Ich weiß. Aber ich mach das doch nicht auf Kommando. Du hast ein Tattoo? Deine Mutter hat dir das verboten und du machst das trotzdem? Wer kümmert sich denn hier um alles, während Papa rumvögelt und du... Ich will das nicht hören! Grau hat eben viele Gesichter und Wut ist eins davon. Ja? Au! Oh. Du spinnst doch! Ich suche 6 Typen, die den verdammten Sarg meiner Mutter in dieses Erdloch schleppen. Du bist ja noch ein Kind. Komm, meine. Oh Gott. Hallo, ich habe keinen Hunger. Ich weiß, meine Mutter ist an einem friedlichen Ort. Ich bin ganz taff und bitte keinen Körperkontakt. Machst du jetzt mal reinkommen? Verstehe. Du hast die Rollen schon besetzt. Die böse Geliebte, der gewissenlose Ehebrecher, die betrogene Ehefrau. Das macht die Sache schön einfach. Das stören die echten Menschen ja nur. Irgendwie hätten wir doch jetzt eine Chance. Jetzt? Weißt du eigentlich, dass der Irre stolz auf dich ist? Du musst mal auf andere Gedanken kommen. Ganz Tolles sagen, dich zu trösten. Musst du nicht. Würde ich aber gern.